Dann schneidet man sich das Figürchen seiner Wahl erstmal ein bisschen großzügiger aus. Also so ringsum irgendwie so 3 bis 4 mm sieht dann am Ende schön aus. Weil es ja mit weißem Garn aufgenäht wird und dann verschwindet der weiße Faden dann unter dem Rändchen. So, dann hat man jetzt die kleine Bohne und man popelt die von dem Stöffchen ab, von dem Papierchen. So, dann wählt man sich die Filzfarbe, die man gerne haben möchte. Was nehmen wir? Und dann nimmt man am besten, also ich nehme immer gerne den 2 mm Filz, weil der, wenn er doppellagig eben verarbeitet wird, mit 4 mm eigentlich noch gut von jeder Haushaltsnähmaschine transportiert wird. Wenn es dann 3 mm ist, dann ist es zwar schöner beim Anfassen, weil es ein bisschen dicker ist, aber da kann dann sein, dass die Maschine dann mal aussetzt in Stichen und das sieht dann einfach nicht so schön aus. Genau. Und für Filz empfiehlt sich eine relativ große Stoffschere, die einen großen Hebel hat, weil das ja ein bisschen dicker ist und dann schneidet man leichter auch so Rundungen und sowas, als wenn man jetzt so eine kleine Schere hat. Sowas, das kann man hinterher auch noch ein bisschen hinziehen, wenn man ein kleines Eckchen zu viel oder so abgeschnitten hat. Dann sucht man sich ein entsprechendes Schrägband aus, was man gerne benutzen möchte. Ich nehme mal ein schwarz-weiß gepunktetes. Und ich mag immer gerne vorher die Sachen fixieren. Nehme ich einen Stoffkleber und fahre hier schon mal, dass es am Ende beim Nähen nicht so verrutscht. Dann nimmt man das Böhnchen, guckt, wo es sitzt. So, lieber ein rotes Schleifchen. Ja. So, jetzt haben wir alle Sachen, die wir brauchen zum Festnähen und gehen dann dazu mit zur Nähmaschine. Wenn man das Schrägband aufnäht, wird es mit einem Zickzack oder mit einem Geradstich gemacht. Ich mag immer lieber Zickzack, da kann man besser so in den Rundungen mit langfahren. Na, zack. So, dann geht's los. Und ich verknote immer gerne die Enden. Manche Maschinen können auch auf der Stelle vernähen, was super ist, kann meine nicht. Und jetzt legen wir das Böhnchen auf, wo es sitzen soll. Also ich mag es immer gern, wenn es nicht mit, genau mittig ist. Das sieht immer schöner aus, wenn es ein bisschen mehr am Rand ist. So. Und dann lieber nicht ganz so schnell nähen, dann sieht man die Kanten besser, die Ecken, wo man da rumfährt. So, das Böhnchen ist drauf. Und als letztes fehlt uns jetzt noch das Schleifchen. Ich mag es immer gern auf, kurz unter der Kante. Dann haben wir das jetzt schon. Die Vorderseite fertig. Und bei manchen Gläsern ist es mir passiert, dass der Becherpulli einfach runtergerutscht ist, je nachdem, kann am Waschmittel liegen oder so von der Spülmaschine. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, immer ein bisschen Kleber hinten drauf zu machen, dass es angeraut ist, dass es nicht so schnell vom Glas rutscht. Dann legt man die beiden Teile passgenau übereinander. Und am Anfang und am Ende nähe ich gerne ein bisschen noch auf der Stelle, dass es nicht, also da ist der meiste Zug dann am Ende drauf, dass da die Naht nicht auseinander geht, wenn es nur verknotet ist. Einfach den Filz ein bisschen festhalten und dann lässt man los. Und dann noch die andere Seite. Und wenn es nicht ganz genau passt, dann legt man es so, dass es passt und zieht dann hinterher ein bisschen. Das ist bei Filz alles überhaupt kein Problem. Der ist da sehr geduldig. Schon ist der Becherpulli fertig. Das ist wirklich super, einfach so mal ein schnelles Geschenk. Da freut sich fast jeder. Und man kann ja auch die Püppi weglassen, dann freuen sich sogar Jungs. Also das ist sehr variabel und ganz schnell gemacht. Fertig. Ja, fehlt uns jetzt der Kaffee zum Draufstellen. Ist halt mehr so ein Anleitungsfaden, also ich sehe das auch mehr so als, ich zeige euch, wie es geht und macht am besten eure eigenen Sachen da draus, dann hat jeder das individuell so, wie er es schön findet.